Ja, wenn sie uns lassen, da gucken wir doch mal. Auf leise Sohlen. Wen haben wir denn da? Ah, guten Tag. Es gibt einen neuen Tatverdächtigen. Was hast du da, Junge? Das hier? Das kann nicht sein. Magister Budiak? Was ist das? Nichts. Nimm es ihm ab und gib es mir. Was habe ich ihm gegeben? Das ist ganz offensichtlich ein sehr gefährliches Artefakt. Ich muss es umgehend zur Untersuchung in die Akademie bringen. Du verhörst derweil den Schweinehirten. Verstanden. Also, wer bist du? Und warum schleichst du hier herum? Ihr könnt das Artefakt nicht einfach mitnehmen. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Das Kampfseminar will wissen, was hier Schreckliches geschehen ist. Ich dagegen bin überrascht, wie langweilig unsere Ermittlungen bisher verlaufen. Also mache es mir bitte nicht zu einfach. Sonst bin ich nur noch mehr enttäuscht. Erste Frage, was war das für ein Artefakt? Das war nur eine einfache Skulptur. Wertlos. Aber ich hätte sie trotzdem gern wieder. Aha. Und woher hast du diese Skulptur? Sie gehört mir. Sie gehört mir? Ach, wirklich? War das alles? Kann ich jetzt gehen? Ich finde es gut, dass du lügst. Das macht dich noch verdächtiger und diesen Fall endlich ein Stück interessanter. So. Und nun meine letzte Frage. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron. Ich bin Geron. Gut, das war alles. Du darfst gehen. Im Ernst? Ich sehe doch aus 100 Schritt, dass du harmlos bist. Oder hast du noch eine letzte Frage, bevor du in dein ereignisloses Leben zurückkehrst? Tja, wer bist du? Du bist Novizin an der Magierakademie, richtig? Richtig. Eine werdende Kampfmagierin. Auf ewig dazu verdammt, dem Andergaster-Adel in seinem schwachsinnigen Geplänkel gegen Nastria zu dienen. Warum gehst du nicht fort, wenn du es nicht magst? Erst muss ich meine Ausbildung durchhalten. Aha, und was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Hatte ich das nicht schon erzählt? Gestern Nacht haben sich 5 Andergaster im Gasthof zum fetten Schinken zusammengefunden, um einen tulamidischen Händler aus ihrem Wald zu vertreiben. Und so fand man sie am nächsten Morgen. Du hattest nicht erzählt, dass sie sich im Gasthof trafen und dass es 5 waren. Jetzt weißt du auch das. Und wie steht es mit dem tulamidischen Händler? Was ist mit dem Tulamiden geschehen? Das wissen wir nicht. Allzu weit wird er nicht sein. All sein Hab und Gut ist noch hier. Wir vermuten, er versteckt sich im Wald. Bist du gut mit Rätseln? Was für Rätsel? Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Was ist der Zusammenhang? Das kann ich dir nicht sagen. Dann kann ich es auch nicht lösen. Dein Lehrmeister schien sich sehr über mein Artefakt zu freuen. So ist er nun mal. Er sammelt seltene Artefakte, reist viel dafür herum. Angeblich einst sogar bis in den Raschthulswall nach Draconia. Aber genau, das weiß ich nicht. So, ich denke, das reicht. Mach dich vom Acker, damit ich in Ruhe weiterforschen kann. Ich denke, ich habe genug gesehen. Ja, aber meine Maske. Ich will meine Maske. Ich bringe dich nach Hause. Was machen wir jetzt? Hast du gehört, was die Magierin erzählt hat? Sie sagte, dass der Mob aus 5 Leuten bestand. Auf der Lichtung waren es aber nur 4 Säulen. Was, wenn der 5. entkommen ist? Es gäbe einen Zeugen. Ach, lass mich doch ein Rabe bleiben. So schlimm ist das nicht. Nicht, solange ich noch etwas dagegen tun kann. Ich werde mich mal etwas in der Stadt umhören und versuchen herauszufinden, was mit Fahi geschehen ist. Du bleibst besser hier. Ich bin müde. Ich werde ein wenig schlafen. Wächst du mich, wenn es etwas Neues gibt? Hey, wir haben ja Heulsusen. So, vieles haben wir hier nicht mehr. Also Gerons Eltern und, ach ja, die seltsamen Gurken. Kann ich die irgendwie hier jetzt... Na? Ach so. Kann ich bei denen da agieren? Aber mit dem zerbrochenen Artefakt. Geht nicht. Naja. Wäre ja auch schön gewesen. Nach draußen. So. Brunnen. Pranger. Gerons Haus. Lederviertel. In den Wald.
Geh mal zu Pranger. Hallo. Jeder, der anders ist, landet früher oder später hier. Wenigstens das ist mir in meiner Jugend erspart geblieben. Immerhin. Und der kranke Vogel muss mal wieder eine Runde. Hei, hei, hei. Immer diese Erkältungen. Oh. Aber das schmälert nicht. Oh, Schweine. Das schmälert nicht unser Spieltrieb. Viecher. Wenn ich Fahis Rätsel gelöst habe, sehe ich euch hoffentlich nie wieder. Wieso denn? Wollt ihr Gurken? Fällt dazu nichts ein. Dann halt nicht. Okay, Brunnen. Ich bevorzuge den Brunnen vor den Toren. Und seit gestern weiß ich auch warum. Okay. Ja, dann gehen wir doch einfach mal zum Marktplatz. Ach, gehen wir mal zum Marktplatz hier. Und jetzt, wo sind wir denn hier? Der Händler. Die Schankstube zum fetten Schinken. Ah, da informieren wir doch uns gleich mal von der fünften Person. Geron, Giacomo. Hey. Hallo, Geron. Hallo, Heda. Hallo, ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte dich in deinen Untergang geschickt. Stimmt es, was man sich erzählt? Wurden wirklich Menschen in Steinsäulen verwandelt? Ja, es stimmt. Bei den Göttern. Fünftes Mobmitglied. Gestern Abend hier? Ja, bam. Aber auf meinem Zimmer. Hier unten war mir die Stimmung zu aggressiv. Es floss viel Alkohol. Kannst du dich erinnern, wer alles da war? Die drei am Nachbartisch. Und dann noch vier andere. Fünf Leute haben gestern Fahis Zelt angegriffen. Aber nur vier wurden versteinert. Der fünfte muss nun also hier im Raum sein. Nur welcher von den dreien ist es? Giacomo, erzähl mal. Was macht die Feenforschung? All meine Forschungsenergie fließt in die Ergründung von Nuris tragischer Verwandlung. Es ist ja schon schwer genug, ein Volk zu erforschen, das in Aventurien selbst nicht existiert. Nun muss ich auch noch einen Seelentausch zwischen einem Raben und einer Fee verstehen. Ich weiß nicht, wie ich deine Hilfe jemals aufwiegen soll. Nun, du könntest mir tatsächlich einen Gefallen tun. Sprich. Kannst du mir etwas Wein von Hildas Tresen bringen? Sie will mir keinen geben. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke, Geron. Hier kannst du ihn hineinfüllen. Dankeschön. Und jetzt noch. Woher kennst du Fahi? Ich traf ihn auf einer meiner Reisen. Angeblich besaß er ein seltenes Feenartefakt, das mich interessierte. Er ist Artefakthändler? Er handelt damit, aber ich hatte nicht den Eindruck, er würde sich damit auskennen. Das Feenartefakt wollte er mir gar als Ritualstein aus den südlichen Dschungeln verkaufen. Ha! Er wusste gar nicht, auf was für einem Schatz er da saß. Ja, dann mal den Traum? Was hat es mit Fahis Traum auf sich? Prinzessin Satyas Reise? Er hat mir nur den Anfang erzählt. Kennst du den Rest? Nein, aber die Schlacht, in die sie zog, war die große Schlacht in der Gorischen Wüste zwischen dem Dämonenherrscher Borberat und Rohal dem Weisen. Ganz Aventurien rang darum, die Welt vor der Dämoneninvasion zu retten. Leider gab es nie jemanden, der ihre Taten weitergeben konnte. Warum nicht? Es gab keinen einzigen Überlebenden. Ja, deshalb auch die Gorische Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr das ja schon kennt, so als kleines Hintergrundinfo-Geblinkel. Die Gorische Wüste ist ja eine Wüste, die ja entstand, weil Borbrat und Rohal da kämpften. Vorher war es ja eigentlich blühendes Land, deshalb, dort ist alles abgestorben, dort wächst nichts, gar nichts, lebt nichts. Das so als kleines Hintergrundgeschichtchen, wo ich noch mich erinnern kann von meinen DSA-Abenden. Und den Rätsel haben wir schon gefragt, den Verwandlungszauber. Wenn Fahi nur ein einfacher Händler ist, woher besitzt er dann die Macht, Nuri zurückzuverwandeln? Ich kenne sein Geheimnis nicht, aber ich sah es mit meinen eigenen Augen. Wir saßen bei einer Tasse Tulamidengold, als er einen Topf mit einem Beerenstrauch hervorholte und ihn vor meinen Augen in einen Kranich verwandelte. Es könnte eine Illusion gewesen sein. Nein, Geron, das war die mächtigste Magie, die ich jemals sah. Und er lächelte dabei nur fröhlich, als kostet es ihm keinerlei Anstrengung. Geron, dieser Mann kann nach Belieben Leben in andere Formen gießen. Auch in Stein? Das nehme ich an. Nochmal Rätsel. Was hat es mit Fahis Rätsel auf sich? Der Stein und der Skarabäus? Ich weiß es nicht.
Aber vielleicht ist es der Schlüssel zu dieser ganzen Geschichte. Kann ein einzelnes Rätsel wirklich so viel Bedeutung haben? Fahi schien davon überzeugt zu sein. Lass uns über etwas anderes reden. Korrekt. Danke, Giacomo. Wir sehen uns dann später. Warte noch. Fahi mag sich als dunkler Magier herausstellen, aber wenn du Nuri zurückverwandeln willst, ist er inzwischen unsere letzte Hoffnung. Wovon sprichst du? Feen brauchen Feenmagie in ihrer Nähe. Sonst verändert sich ihr Geist. Und Nuris Körper war lange Zeit der größte Quell an Feenmagie, den sie hatte. Das bedeutet, wenn es dir nicht gelingt, sie bald zurückzuverwandeln, wird sie bald alles Feeische verlieren und alles vergessen. Sie wird vergessen, wer du bist und was ihr erlebt habt. Sie wird sogar vergessen, wer sie selbst einst war. Das darf nicht geschehen. Hast du eine Spur, was mit Fahi geschehen ist? Nein, aber gleich. Heda. Korrekt. Wer war gestern mit dem Mob im Wald? Das sind ganz störrische Burschen. Ich werde schon irgendwie mit ihnen fertig. Oh ja. Dann, ich werde fertig. Ja. Weinfass. Vorsicht, Geron. Das Holz ist morscher, als es aussieht. Ich will mir nur mal eben was zapfen. Du, ich fürchte, das geht nicht. Der Wein ist schon jemand anderem versprochen. Wem? Hilda. Hallo, Geron. Hallo. Hi. Ich dachte schon, du siehst mich nicht. Oha. Haben wir ja ein kleines Geplänkel. Seit wann bist du die neue Schankmaid? Seit der Saatzeit schon. Vermisst du mich etwa auf dem Markt? Ich frag nur. Ach komm jetzt, ich will hier ein bisschen Wein. Ach komm schon, Hilda. Das bisschen Wein wird schon keiner vermissen. Tut mir leid. Aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab. Letzte Nacht. Kannst du mir sagen, wer gestern Abend alles hier war? Alle, die jetzt auch hier sind. Und dann noch Wolfram mit seiner Schwester und zwei Freunden. Aber es heißt, ihnen sei gestern im Wald etwas zugestoßen. Danke. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Korrekt am Ende. Lass mich nicht warten. Ja. Ich gehe mal zum Schweinebraten. Ein Anblick für die Götter. Oh ja. Schön knusprig, Errungenschaft. Na gut, kann man da ein Stück abschneiden? Bei Travia, das habe ich gebraucht. Sonst kann man da nichts machen. Ja, dann reden wir mal mit der Heldengruppe. Heldengruppe. So etwas mache ich nicht. Ach so, reden wollte ich. Wart ihr gestern Abend auch schon hier? Fragt wer? Jetzt sagt schon. Wart ihr? Geht dich nichts an. Wir waren alle drei hier. Die ganze Nacht? Die ganze gottlose Nacht. Na, der wahrscheinlich schläft nicht. Holzfäller. Du machst einen sehr entspannten Eindruck. Mein Weib hat mir heute freigegeben. Und das, nachdem ich mir gestern die halbe Nacht beim Zechen um die Ohren geschlagen habe. Eine gute Frau. Hast du nur getrunken? Nicht viel. Ich musste doch mit meinem Freund hier Karten spielen. Wer hat gewonnen? Na, ich. Der Penner hier war viel betrunkener als ich und musste ständig rausrennen. War er lange weg? Nein, überhaupt nicht lang. Aber lang genug. Dumm. Man sollte einen erfahrenen Spieler niemals während einer laufenden Partie ganz allein am Tisch zurücklassen. Eine teure Lektion. Aber notwendig. Dann ist es der Torwart. Warum starrst du den Jungen so an? Ich zähle die Läuse auf seinem Kopf. Lenk mich nicht ab. Hast du das gestern auch schon gemacht? Nein. Gestern lag ich in meinem Saft und habe meinen Vater zu einem stolzen Mann gemacht. Bei Swafnir hab ich viel gesoffen. Du warst also den ganzen Abend hier? Ja. Genau an diesem Fleck. Tja, dann ist es... Heda, aufwachen. Wo warst du gestern Nacht? Karten gespielt. Und? Betrunken. Den ganzen Abend? Weiß nicht. Vielleicht. Verdacht äußern. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Die Schlafmütze. Die Schlafmütze da. Und woher willst du das wissen? Er ist als einziger müde. Ihr beide seid hellwach. Er dagegen wirkt, als habe er die Nacht durchgemacht. Nein, er hat einfach nur zu viel getrunken. Komm wieder, wenn du etwas davon verstehst. Dann gebe ich dir einen aus. Nochmal. Einer von euch wollte gestern Nacht helfen, die Tulamiden im Wald anzugreifen. Und ich will wissen, wer.
Verschwinde. Hier verpfeift keiner keinen. Genau. Wenn ich ein Geständnis will, dann muss ich geschickter vorgehen. Tja, viel ich gibt's ja nicht mehr. Einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Der Holzfäller. Und woher willst du das wissen? Ja. Die anderen waren viel zu betrunken. Du bist der Einzige, der es bis in den Wald schaffen konnte. Und was, wenn ich gar nicht im Wald war? Das beweist doch gar nichts. Und jetzt lass mich in Ruhe meine Pfeife rauchen. Knackig. Nochmal. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Na, du. Und woher willst du das wissen? Du bist viel zu entspannt. Komm wieder, wenn du wirkliche Beweise hast. Verdammt. Ich hatte geredet, müde, da, etc. Der guckt Peter. Schon so blöd. Nochmal. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Der Torwaller. Der Torwaller. Und woher willst du das wissen? Er war gar nicht hier. Er behauptet, den ganzen Abend hier gelegen zu haben. Aber du sagtest, dass du jedes Mal allein warst, als du die Karten gezinkt hast. Ah ja. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, er war ganz schön lange weg. Ruhe. Ich muss zählen. Wo warst du? Doch nicht etwa wieder bei meiner Frau? Verdammt. Jetzt habe ich mich verzählt. Hey, ich hab dich was gefragt. Hört auf, euch zu streiten. Und du, Geron, lass bitte meine Gäste in Frieden. Tut mir leid, Hilda. Es geht hier um eine wichtige Angelegenheit. Ich weiß, ich war dabei.